Hallo YouTube, ich habe mal wieder ein Video für euch. Und ja, wie ihr sehen könnt, handelt es sich wieder um ein Unboxing. Und zwar von dem PS3-Spiel The Last of Us. Viele, wahrscheinlich wie ich, haben das Spiel sehr lange erwartet schon. Und ja, heute war der reguläre Release davon. Klar, viele von euch, die es vorbestellt haben, werden das wahrscheinlich ein bis zwei Tage früher haben. Aber ja, ich habe mir das Spiel heute bzw. vorhin gekauft. Und ja, ich freue mich wieder, bin sehr gespannt, jetzt dieses Unboxing zu machen. Und ja, ich will nicht viel drum herum reden. Ich denke, ich fange einfach gerade mit dem Cover an. Ich habe diese Plastikfolie gerade schon abgemacht. Ja, mit dem Preis von dem Spiel. Ja, habe die Folie halt schon abgemacht, dass ich dieses blöde Gefriemel da nicht habe. Und ja, zum Cover. Wir sehen halt die Stadt, dann die, welche unter Wasser ist und auch wächst Gras, Autos stehen hier kaputt herum. Ja, die Sonne scheint hier durch, schön. Dann haben wir hier den, auf jeden Fall die zwei Spielcharaktere auf dem Cover. Oder zumindest einen Spielbahn. Dann haben wir hier den Joel und die Ellie. Joel trägt eine Waffe und die, ja, eine Revolver, sieht nach dem Revolver auf. Und die Ellie trägt ein Scharfschützengewehr. Und ja, dann haben wir hier noch vorne drauf den Spieltitel The Last of Us in weiß. Und einen Hinweis. Welcher lautet von den Machern von Uncharted, aber das wissen wahrscheinlich die eingefleischten Spieler dieses dieser Trilogie, welche ich sehr geil fand. Mir fehlt halt jetzt noch der dritte Teil, aber der kommt auch noch. Und ja, dann haben wir hier das USK 18 Logo, dann klar das Naughty Dog Logo, dann hier PlayStation Plus 30 Tage gratis inklusive mit Sticker und dann hier noch Sony Computer Entertainment Logo. Und hier dann natürlich nur auf PlayStation, Exklusivtitel und das PS3, ja, den Banner da oben. Dann zur Rückseite, da haben wir einmal den Text, Could you be the last of us? Wenn die Welt, wie du sie kanntest, verschwunden ist, die Grenze zwischen richtig und falsch verschwimmt und du jeden Tag den Tod ins Auge sehen musst, was würdest du tun, um zu überleben? Für Joel geht es jeden Tag nur darum, das eigene Überleben zu sichern, bis Ellie in sein Leben tritt. Ihre Reise durch die Ruinen der USA bringt sie an die Grenzen der Menschlichkeit und fordert ihren Überlebenswillen immer wieder aufs Neue heraus. Ja, das sieht schon mal nicht schlecht an. Und ja, okay, hat man vielleicht anders ausgesprochen. Could you be the last of us? So hätte man es wahrscheinlich aussprechen sollen. Aber ja, hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Dann haben wir hier Ellie und Joel. Schwarz-Weiß. Dann haben wir hier einige Spielszenen. Ich weiß nicht, wie man das jetzt sieht. Da sieht man Joel und irgendwas drüber, ein Zombie oder ein Mensch. Dann haben wir hier einmal Joel, wie er gerade jemanden erledigen möchte. Dann haben wir hier Ellie und Joel im Hintergrund. Und dann beide nochmal Wald an einem See. Dann haben wir hier Network Pass. Setze deine Reise online fort mit Multiplayer-Missionen. Geben Sie dem lebendig beiliegenden PlayStation Network Gutscheincode ein, um auf alle Online-Features zuzugreifen. Okay. Dann haben wir hier The Last of Us.com. Ist das zur Seite. Dann hier die ganzen Logos, Dolby Digital, DTS, Havoc und hier nochmal von den Machern von Uncharted. Und hier natürlich Kopiergeschoss und so weiter. Dann ein Spieler, mindestens 50 MB, DualShock 3, Vibrationsfunktion, Paul, HD 720p, Netzwerkfunktion und Netzwerkspieler 2 bis 8. Ja, dann haben wir hier natürlich noch die ganzen Blu-ray und so weiter Logos. Ja, und dann haben wir hier noch von der Seite PS3 und The Last of Us. Ja, ich denke mal, dann mache ich das auf. Ja, fangen wir an mit der Anleitung. Okay. Ah, so viel Papier. Ja, dann haben wir hier drei Heftchen. Einmal natürlich die Anleitung mit nochmal Ellie und Joel drauf. Und nochmal The Last of Us. Naughty Dog Logo und natürlich die ganzen Erklärungen und in Schwarz-Weiß. Dann da ist der Code drin, PlayStation Plus Code ist da drin und halt die ganzen Erklärungen und dann nochmal so ein Maxstorm Code, auch nicht schlecht, irgendwie nach Wahl geschenkt auf ihrer PS3, auch cool, ist halt auch ein Code drauf. Ja. Dann haben wir hier natürlich die CD. Ist recht schlicht gehalten in schwarz mit der weißen Schrift The Last of Us, was ich sehr geil finde.
Dann natürlich das USK und das PG-18-Logo. Für die es nicht wussten, das Spiel ist umgeschnitten, auch in Deutschland. Ja, deshalb ist auch dieses PG-18-Logo drauf. Dann die ganzen üblichen Logos und das PS3 oder den Schriftzug. Ja, neues Spiel. Dauert ein bisschen. Komm schon. Oh Gott, so. Und dann haben wir hier natürlich ein Wendecover, was auch cool ist. Also dasselbe nochmal wie vorne. Nur halt ohne USK-Logo. Haben wir PG auch vorne? Nee, vorne haben wir nur USK-Logo. Ja, ein Wendecover, was ich auch sehr geil finde. Klar, natürlich würde mir auch gefallen, wenn man die ganze Stadt nochmal oder teilweise die Stadt sehen würde, aber ein Wendecover ist auch nicht schlecht. Finde ich auf jeden Fall sehr cool gemacht. Ja, das war's dann auch schon wieder von meinem kleinen Unboxing von The Last of Us. Jetzt wollte ich schon fast Uncharted sagen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, The Last of Us. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen.